Ja, manchmal ist auch die Frage, Mensch, so ein Kinder- und Jugendcoaching, wenn dann der Begriff Coaching kommt, worum geht es denn da, Kinder noch effizienter, effektiver zu machen, dass die genauso spuren, wie Eltern oder Erzieher das gerne haben wollen, wo wir ganz entschieden sagen, nein, nein, nein. Coaching kann nur, zumindest in unserer Vorstellung, im Sinne des Kindes für das Kind funktionieren. Klar verstehen wir Eltern, die sagen, hey, wir möchten, dass unser Kind in der Schule was macht, dass aus dem mal was wird, dass es seine Chancen nutzt. Klar. Aber wir können nicht gegen den Willen des Kindes und ohne auf das Kind zu schauen, irgendwelche Dinge quasi als nächster Erwachsener mit reindrücken. Sondern was wir machen ist, dass wir mit dem Kind zusammen schauen, wo sind seine Potenziale, wo sind die Stärken, welche Möglichkeiten hat es, ganz individuell. Ihm helfen, Blockaden zu lösen, in die eigene Motivation zu kommen, um dann zu schauen, wo soll die Reise denn hingehen. Und das kann mitunter vielleicht auch mal gegen den sturen Willen Gymnasium gehen, wenn vielleicht Realschule das Beste ist. Oder andersrum, wenn wir sagen, wir unterstützen ein Kind, dass plötzlich das Gymnasium von ganz alleine kommt. Also ganz klar, Coaching nur im Sinne des Kindes und für das Kind.